Eine Generation rühmt der anderen deine Werke, deine großen Taten verkündigen sie. Die großen Werke Gottes rühmen von Generation zu Generation. Wir hören es, wir singen es in den alten Liedern, aber dann kommen wir ins Nachdenken, was haben diese Generationen denn erlebt? Paul Gerhardt, dessen Lieder wir singen, hat den 30-jährigen Krieg, die Verwüstung des ganzen Landes erlebt. Er hat erlebt, wie ihm die Familie gestorben ist. Und trotzdem rühmt er Gott. Die Menschen, von denen wir unseren Glauben erfahren haben, gelernt haben, die Generation unserer Großeltern, die Kriege, die Vertreibung durchgemacht haben, die Generation unserer Eltern, die in karger Zeit anfingen, das Land wieder aufzubauen, rühmen von Generation zu Generation. Was haben wir erlebt und was werden unsere Kinder und Kindeskinder erleben? Wenn wir unsere Schöpfung ansehen, wie sich das Klima ändert, das Klima draußen und das Klima der Gesellschaft, nach Rühmen ist mir da oftmals nicht zumute. Von Generation zu Generation rühmen wir Gottes Werke, so sagt es der Psalm. Und neben den schlimmen Erfahrungen, die jede Generation gemacht hat, tritt etwas anderes. Die Menschen haben die Erfahrung gemacht, ja, es ist schwer, aber Gott ist an unserer Seite. Er geht mit uns, wenn wir durch die Wüste gehen. Er ist bei uns, wenn es um uns herum dunkel ist. Er ist bei uns, wenn wir uns allein gelassen fühlen oder ratlos sind. Darum kann jede Generation dieses Rühmen weitergeben. Es kann erzählt werden, es war schwer, aber Gott war bei mir. Im Rückblick habe ich begriffen, dass Gott mich geführt hat, dass es sein Weg war, den ich gegangen bin, den er mich geleitet hat. So tritt mit dem Rühmen ein Zweifaches ein. Zum einen, wenn wir zurückblicken und uns erinnern, dass wir dann beides in die Erinnerung holen, das Schwere und das Gute. Und dass wir begreifen, wie oft wir geführt und geleitet wurden, auch durch schwere Zeiten. Und das andere ist der Blick nach vorne. Wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern weitererzählen, was wir erleben, was wir gehört haben, was wir erfahren haben, dann stärken wir sie. Dann stärken wir sie, dass sie wissen, dass auch sie in schwierigen Zeiten nicht alleine sind. Gott führt uns. Er führt uns auf grünes Gras, zu frischer Weide, und er führt uns auch durch das dunkle Tal. Er geht mit uns. Und wenn wir anfangen zu rühmen, dann denken wir zurück und dann geben wir weiter, was uns Halt gibt im Leben. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz,
hörten wie stumme Sprachen, durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auf unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Es werde hell auf der Erde, aus klein werde groß, aus wenig werde viel, aus dunkel werde hell, aus Trauer werde Freude, aus Hass werde Liebe, aus Wüste werde Garten, aus heute werde Morgen, aus Worten werden Taten, aus Erde werde Himmel, aus Knospe werde Blüte, aus Korn werde Ähre, aus Tropfen werden Meere. Es werde hell auf der Erde.